Nun sind die Zeiten gerade so ernst, eben wie Sie sagen. Da bräuchte es eine Bundesregierung, die an einem Strang zieht, bei all den Paketen und den sozialen Maßnahmen, die Sie jetzt noch umsetzen wollen. Stattdessen streiten Sie sich seit Wochen mit der FDP um die AKW-Laufzeiten. Und das Hickhack geht ja immer noch weiter. Ja, was ist die Frage? Ja, die Frage ist, wollen Sie das nicht beilegen, dieses Hickhack? Selbstverständlich. Und was machen Sie, um das zu tun? Reden. Und Ingo, was hast du jetzt dabei gedacht? Darum geht es ja immer so ein bisschen, dass man versucht, so Profis, wie mittlerweile viele Politiker auch sind, dann einen wahren Moment auch rauszukriegen und vielleicht so ein bisschen zu kitzeln. Und kurioserweise mache ich das sehr ungern und auch sehr selten, einfach nur was in den Raum zu stellen, sondern ich versuche immer, dass da wirklich ein Satz mit Fragezeichen am Schluss da kommt, einfach um so eine Situation dann, da muss man immer mit rechnen, dass einer dann einen ein bisschen auflaufen lässt.